So, herzlich willkommen zurück beim Schrauberkönig Solingen in seiner Werkstatt am Rednerpult. Der Enddeckel ist raus. Da liegt er. Ja, also hier das Prallblech. Das sitzt ja oder saß so hier drin. Ja. Ihr seht, wie sauber ich den demontiert habe, damit ich den nachher auch wieder vernünftig verschweißen kann. So, und worauf gucken wir hier? Auf einen schönen Saugkonus, sage ich einfach mal. Ja, ein Saugkonus. So, jetzt muss ich mal sehen, wie ich das anstelle. Ich will ihn eigentlich nicht weiter auseinandernehmen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich versuche mal das Maß zu messen. Dann werde ich ein kurzes, gerades Stück bauen mit einem Gegenkonus, wo dann die Abgase reflektiert werden können. Schaut euch das Video, zwei, drei Videos vorher an, wo ich das an dem Maxi-Scooter mache, an dem Cito-Auspuff. Da seht ihr das, ja. Und wie gesagt, wenn ihr zu viel Öl fahrt, die Auspuffe gehen einfach zu. Da unten sitzt noch ein ganz kleines Röhrchen, das kann ich euch, glaube ich, gar nicht zeigen. Doch, wenn ihr verfolgt, das lange Rohr, was runtergeht, unterhalb ist ein ganz kleines Loch zu sehen. Ja, das ist schon halb zu. Und zwar, da strömt euer Abgas wieder raus. Ja? So. Und ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr keine Leistung habt, dann ist der Auspuff verstopft. So, mein Ausbrennen hat nichts gebracht. Da ist das gar nicht hingekommen. Ja? So. Und wie gesagt, ich stelle jetzt ein gerades Stück her, was ich da überstülpen werde auf den Saugkonus. Hier, das ist der Saugkonus. Stülp das drüber, schön gerade Stück mit einem schönen Gegenkonus und dann schauen wir mal. Also ich kann da auch wieder nicht viel verstecken, weil es halt wieder kein Platz. Ne? Aber jetzt wisst ihr mal, wie der von innen aussieht. Und ich denke mal, das wird schon wieder klappen. Ne? Ich bin da ganz guter Dinge. Ciao von hier aus.